Willkommen zurück bei Fallout 4. Ja, ich habe mich entschlossen, heute mal die Quest von der Stählernen Bruderschaft zu machen. Und zwar, wir sind hier erstmal an Bord des Mutterschiffs der Stählernen Bruderschaft. Ich habe mir offscreen mal ein bisschen die Taschen leer gemacht und Kates Taschen. Wo sind die jetzt hin? Da hinten. Und dann bin ich hierher geschnellreist. Und wir werden jetzt machen die Quest, wo wir hier die Supermutanten auslöschen müssen. Dazu müssen wir hier in einen Birdie-Bird steigen. In diesen da. Und da unten ein wenig aufräumen. Das machen wir jetzt mal. Speichern. Ich hoffe, wir kriegen nicht so derbe aufs Maul von denen. Willkommen an Bord, Ritter. Alle Anzeigen stehen auf grün. Wir sind bereit zum Start. Okay. Und mit einer Minigun könnte das klappen. Mal gucken. Leck. Mal einen schönen Rundflug machen. Bin ich ja mal gespannt, was da hinten abgeht. Ah, wir kommen langsam näher. Müsste ich dann auch noch mal ein bisschen absuchen, die Gegend. Ich glaube, da hinten ist es schon. Mal sehen, was da alles so wieder rumläuft. Die Supermutanten sind ja meistens nicht alleine. Ich versuche es im Blickfeld zu halten. Behemoth? Tötet den Supermutanten Behemoth. Aha. Hört sich fett an. Da sehe ich keinen. Boah, da. Das ist ein fettes Teil, Alter. Boah. Er schmeißt mit Steinen. Mal hält er was aus. Und den haben wir schon mal. Ich werde eine Stelle suchen, um das Ding abzusetzen und dann zur Reparatur. Wo sind denn die ganzen anderen? Hier schießt doch noch irgendwas auf mich. Ich glaube, ich bin blind. Ach, da. Ich will die Minigun haben. Können die Typen mal zu mir kommen und ich sie erschießen? Ah, da. Komm. Ja, mit der Minigun geht das nicht so gut. Oh, der will aber nicht umfallen, der Sack. Ist ein Legendärer? Hat so viel ausgehalten. Oh, da hinten noch welche. Oh. Pistole umfallen. Ah, da ist noch einer. Komm mal raus da. Ja! So eine Minigun ist schon was Geiles. Oh, ich glaube, ich habe sie alle. Oh, das war mal richtig geil. Das hat Laune gemacht. Gehen wir noch mal ein bisschen looten. Impro-Gewehr. Ja. Oh. Verschlagen Metallrüstung. Das war ein legendärer. Eine Beweglichkeit und eine Wahrnehmung. Könnte ich sogar gebrauchen. Muss ich später noch anpassen. So, hier hinten war noch irgendwo einer. Irgendwo ist hier Strahlung. Den noch.
Waffen kann ich eigentlich mitnehmen. Die kann ich zerlegen. Kriege ich ein bisschen Schrott raus. Denn noch was? Nee. Vorne war, glaube ich, noch ein bisschen was. Und den ganz fetten würde ich gerne looten. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich den umgelegt habe. Ich hoffe, der liegt da noch rum irgendwo. Bei Fässer mit Strahlung hier. Ah, ich glaube, da vorne liegt was Dickes. Boah, was ist das für ein Klumpen gewesen, halt. Oh, der hat Raketen. Ziemlich viel Munition. Was der dabei hat. Dieser Ort wurde gebaut, um etwas zu beschützen. Wir müssen herausfinden, was es ist. Was kann er behalten? Das waren sie schon alle. So, jetzt müssen wir hier oben in das Fort rein. Mal ein bisschen Licht. Da drin sind bestimmt auch noch ein paar Jungs. Da muss ich gleich nochmal speichern. So. Fort Strong Waffenkammer. Waffenkammer, da könnte vielleicht was Nützliches drin sein. Ich hoffe mal. So, da hängen ja schon wieder diese Blutfleischsäcke. Hier sieht's immer noch sauberer aus als in meiner Bude im Combat Zone. Was ist das, da jemand da? Oh, ich höre sie schon trampeln. Was ist das? Ich dich hören. Ich dich auch hören. Was? Boah. Was ist das? Hörst du das? Den hätten wir. Der war doch verbrochen. Was ist denn hier los? Kommen wir alle auf einmal. Nein. Was für der Fang hier? Aus dem Weg, Kate. War das etwa schon alles? Gar nicht so schlecht, die Tommy Gun. Zumindest gegen die Typen. Gebt mir mal euren Kram. Uah. Da. Na, kommt nochmal um die Ecke. Oh. Ja. Jetzt nicht mehr. Die halten nochmal so ein bisschen was aus, die Jungs. Oh, Kate hat einen erwischt. Granate. Eine verdammte Schulter. Boah, da ist noch einer. Scheiße. Jetzt heißt es sterben. Jetzt voll da rum. Meine Fresse. Hier ist ja was los. Das ist ein Empfangskomitee. Muss ich mir noch mal was zu essen reinballern. Nehmen wir mal so eine. Ah, die ist gut. So. Wozu die Mühe? Ist doch Müll. Ich würde es wegwerfen. Jetzt geht das schon wieder los. Ja, ja, Kate. Was ist das denn? Ein Holoband, das können wir uns mal anhören. Angeblich hat die Armee heute Morgen mit dem Entladen der ersten M42-Lieferung angefangen. Ich kenne dieses wunderbare Spielzeug bisher nur auf dem Papier, also haben Private Bertram und ich uns dorthin geschlichen, um einen ersten Blick darauf zu werfen. Als ich gehört habe, dass die Eierköpfe einen tragbaren Atomraketenwerfer entwickeln, dachte ich, die sind doch krank.
aber die haben es tatsächlich hinbekommen. Und nachdem ich das Gerät jetzt mit eigenen Augen gesehen habe, denke ich, dass es reichen könnte, den Kriegsverlauf zu unseren Gunsten zu wenden. Ich meine, der Blick auf den Gesichtern unserer Feinde, wenn wir mit diesen Dingern über Anchorage abspringen. Die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Mhm. Da meint bestimmt die Fat Man. Das ist auch eine üble Waffe. Was hat er denn hier noch? Nehmen wir mit. Metalleimer. Wir stopfen uns erstmal wieder die Taschen voll, natürlich. Jetzt wollte ich hier drüben in die Tür nochmal reingucken. Ups. Abgeschlossen. Na los. Geh auf. Geht doch. Kate hat das gefallen. Das ist schön. Was gibt's hier? Dokumente. Die kann man ja dann auch abgeben. Dock. Oh, hier ist wieder eine verschlossene Tür. Abgebrochen. Jetzt ging's. Das wär's. Oh, hier steht eine fette Kiste. Das finde ich gut. Munition. Granate. Mine. Irgendeine Impro-Pistole. Nehmen wir alles mal mit. Oh, Schlüssel. Oh, was ist denn hier? Ein Safe. Oh, der war sogar offen. Ach ja, ich hätte den Schlüssel gerade aufgehoben. Ja, nimm doch mal den ganzen Scheiß mit. Wenn es zu schwer wird, gib mal Kate wieder was. Kann auch ein bisschen was schleppen. Oh, da steht Munition. Moment. Gleisbolzen. Baumwollgarn. Ah, hier habe ich schon den umgenietet. Das ist. Ah, das ist die andere Seite hier gewesen. Den habe ich ins Klo befördert. Ja. Liegt denn da drin? Ihhh. Baseballhandschuh. Gut, das sah jetzt aus wie was anderes. Was liegt denn hier alle rum? Leute. Schmeißt doch eure Waffen nicht so da rum. So, hier ging es nicht hier irgendwo hoch? Ach, hier. Aufzug. Oder runter, je nachdem. Ich würde fast sagen, der fährt runter. In den Keller. Mal speichern. Ich glaube, hier unten sind bestimmt noch Typen. Schicke Haarbürste braucht man nicht unbedingt. Verdammt! Was zum Teufel ist hier passiert? Das ist ein größerer Laden, ne? Oh, hier steht noch eine Kiste. Munition. Echt, eine Säge ist in der Kiste. Na, klasse. Relics. Das Geräusch da! Ah, ich habe dich schon gehört. Mein Freund. Wo bist du? Wohl nichts gewesen. Ah, das steht noch mehr rum. Was ist das? Geräusch. Ich komme gleich zu euch, Jungs. Ich gucke mich nur noch ein bisschen um. Darf er sein? Was ist denn hier los? Oh, aufbereitetes Wasser im Klo. Lecker. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Jemand da? Oh, da ist ein Köter.
Ich hab das gehört, ja. Geht. Komm mal aus dem Weg, wenn ich da auf die schieße. Wow, da hab ich einen Raketenwerfer oder sowas. Eieiei. Ja, der hat einen Raketenwerfer. Nicht gesund, nicht gesund. So, und ich würde ihn. Ich bin nicht das. Wow. Oh, der ist ein bisschen fies. Ein legendärer Supermutanten schlecht. Wieso kriege ich immer solche fetten Brocken? Ich nehme mich da mal die Knarre vom Kellogg. Die haut ein bisschen besser rein. Oh Mann. Der mit der Rakete ist immer noch da. Steht da ein bisschen Scheiße. Oh nein, jetzt ist er mutiert. Kacke. Muss ich ihm wohl mal ins Gesicht schießen. Man hält ja was aus. Nein, daneben. Junge, Junge, Junge. Wie wär's mal mit Sterben? Au, au, au. Nicht ich. Nicht ich. Ist er jetzt tot gewesen? Oh, schau. Nein. So. Wow! Alter! Mit seiner scheiß Rakete, Alter. Keine Munition mehr oder was? Bleibt mir bloß vom Hals. Einer noch. Was war der denn hier? Irgendwo ist noch einer. Ach, Scheiße. Ich glaube, jetzt nehme ich mal wieder die andere Knarre. Wenn ich sie wiederfinde. Was nicht? Die was, genau. So, ich komme ja schon. Warte mal. Zu weit weg gewesen. So, wo ist denn Kate eigentlich? Ich glaube, das war der letzte. Schnell sind, fangen wir an zu leuchten. Ah, Kate, los. Steh wieder auf. Nichts passiert. Ich kann speichern. Ich kann mich aber hier noch ein bisschen umgucken. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann!